Wir sind gerade auf dem Weg nach Hannover zum Studio vom H1 Fernsehen. Alle hier im Auto, ist fast wie so eine ganze Klassenfahrt immer. Es dauert noch etwa 6 Stunden, dann geht's los. Es ist jetzt kurz vor 1 und ja, gleich beginnen dann die ersten Proben. Jetzt müssen wir erstmal ins Studio. Jetzt 1:30, noch 5,5 Stunden etwa, dann geht's los. Und die Linse nach und nach wird das Studio aufgebaut. Dann müssen wir schon mal unsere ganzen Sachen hin. Der Fernsehstudio ist natürlich alles noch gar nicht verkabelt. Hier die Kameras zum Beispiel mit abgedeckt und so. Also das Licht ist auch noch gar nicht eingestellt. Das ist noch das Bauerlicht. Also es muss alles noch passieren, aber wir sind natürlich dran. Noch 4 Stunden bis zur Live-Sendung. Wir haben aber noch nicht mal geprobt. Wir sind jetzt gerade erst bei den Einstellungen für die Kameras. Das heißt, ich stelle mich hier hin. Es ist auch noch gerade das Baulicht an, dann sehen wir das richtige Studio-Licht. Ich stelle mich hier hin und die anderen sitzen in der Regie und programmieren da die Kameras ein. Dann zeige ich das mal gerade. Das sind nämlich elektronische Kameras, die sich automatisch bewegen. Und das ist das Besondere an der ganzen Geschichte und deswegen müssen die halt vorher einprogrammiert werden. Ich stelle mich hier hin und genau, die in der Regie, die machen dann quasi die Einstellung und ich sehe das dann auf dem Bildschirm. Der einzige Moment, wo ich den Livestream wirklich direkt vor dem Kopf habe, jetzt. Das gehört noch dazu, ist nämlich der Weißabgleich für die Kameras. Muss ich mich hier hinstellen und dann aber so ein weißes Styropor-Ding rein. Ich stehe jetzt hier gerade in der Regie und hier wird ja dann die ganze Bildmischung findet hier statt. Hier kommen die ganzen Bauchflächen rein, die ganzen Einspieler. Das hat ja alles hier. Und dann sehen wir so ein bisschen den Raum, wo dann das eigentlich auf YouTube gestreamt wird. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so kompliziert. Da steht gerade der Simon. Das funktioniert nur über diesen kleinen Laptop. Da geht es dann letztendlich auf YouTube. Das ist eigentlich total einfach, dieser riesige Schrank. Da kommt, das gehört natürlich auch alles damit irgendwie zu, aber letztendlich ist nur der Laptop dafür zuständig, damit es auf YouTube gestreamt wird. Total simpel. Ah. Ja, ja. Kopfli. Nein, du musst ja sein. Ja! Ja! Okay, danke. Bitte. Jetzt die allererste Durchlaufprobe. Ich freue mich sehr. Die Spannung ist natürlich groß. Ihr seht da, der Countdown läuft schon. Wir machen das natürlich alles, wie es dann auch in echt wäre. Hier, Simon ist auch schon bereit in der Kamera. Simon, wink einmal bitte. Winken. Perfekt. Und das sind jetzt die letzten von der ersten Durchlaufprobe. Es wird sehr spannend. Und ja, seht selbst. Das ist übrigens jetzt das Besondere. Wir können natürlich nicht mit den richtigen Gästen proben, sondern wir machen das jetzt mit dem Frank. Der Frank sitzt hier im Nebenraum und der ist dann quasi mal für heute Andreas Reitenburg, damit wir halt auch die Schalter richtig proben können. Das ist auch eine Besonderheit. Und für den nächsten Livestream. Ich stehe ja hier im Studio. Das seht ihr ja zu Hause auch. Es gibt immer ganz, ganz viele Menschen, die auch noch hinter den Kulissen mitarbeiten, ohne die das hier gar nicht gehen würde. Ja, ich mache die Kamera. Ich kümmere mich um einen Backstage-Blog. Ja, von hier aus kann ich die Kameras im Studio steuern und ich mache die Aufnahmeleitung. Und ich mache die Bildregie und kann die Einspieler steuern. Ja, so bin ich.
dass ihr wieder mit dabei seid. Natürlich aus Hannover, aus der Landeshauptstadt, aus dem Studio vom H1 Fernsehen.